13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19. Wir nehmen Abschied von Bruder Vittorio. Gebe Gott seiner Seele Frieden. Aber das Leben geht weiter. Und bevor wir nun zur Wahl des Nachfolgers von Papst Clemens IV. Kommen, möchte einer der Anwesenden noch etwas sagen? Bitte, Bruder Vinzenz. Verehrte Mitbrüder, erlaubt mir, einige Überlegungen zum Proporz anzustellen. Proporz? Ja. Eingedenk der personellen Besetzung der Kurie und der letzten Amtsträger ergeben sich bei der Auswahl des neuen Pontifex Maximus gewisse Erfordernisse. Fahrt fort, Bruder. Nun, Papst Clemens IV. War Franzose. Demnach sollte sein Nachfolger nicht aus Frankreich kommen. Ja, das leuchtet ein. Die Italiener in der Kurie sind ohnehin stark vertreten. Insofern würde sich ein Kandidat aus den nordischen Ländern anbieten. Ja, ja, gut, gut. Und Clemens war groß von Wuchs. Um nicht zu signalisieren, dass Körpergröße einen Einfluss auf Gottes Gnade hat, sollte sein Nachfolger daher von kleiner Statur sein. In Ordnung. Sonst noch was? Ja. Mir ist eingefallen, Clemens IV. War Rechtshänder. Sein Nachfolger sollte also Linkshänder sein. Und er hatte kurze, dünne, glatte Haare. Das heißt, seinem Nachfolger sollten lange, volle, gelockte Haare beschieden sein. Und es sollten rote Haare sein, denn Clemens hatte dunkelblonde, fast bräunliche Haare und schwarzes Schamhaar. Sagt man sich. Und er sollte nur ein gesundes Auge haben, denn Clemens hatte zwei gesunde Augen. Richtig. Ich fasse zusammen. Unser neuer Papst sollte ein kleinwüchsiger, einäugiger Linkshänder aus Skandinavien mit langen, dichten, lockigen, roten Haaren sein. So ist es, Bruder Lorenzo. Dann, verehrte Mitbrüder, würde ich Bruder Torben vorschlagen. Ich habe noch vergessen, er muss zu Herr Eli sprechen. Das wäre ein wichtiges Signal für unsere Glaubensbrüder in Afrika. Ach, zu dumm. Was? Bruder Torbens Ohrläppchen sind angewachsen. Clemens Ohrläppchen waren ebenfalls angewachsen. Wir brauchen einen Papst mit nicht angewachsenen Ohrläppchen. Oh. Am besten, wir zählen noch mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf.